So, hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute spielen wir mal ETS. Nach langer Zeit habe ich es dann auch wieder geschafft, mir einen neuen Truck anzulegen. Und zwar seht ihr nämlich hier den wunderschönen Mercedes-Benz Actros Agra. Es ist ein BDF, aber was ganz anderes als die anderen LKWs, die man ja sonst so von Eurotruck kennt. Das war eine spezielle Mod, die ich mir runterladen konnte. Ich verlinke die euch unten mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie laut das hier in der Audiospur ist. Ich hoffe mal nicht so laut. Ja. Mach mal das ein bisschen leiser, weil ich weiß halt jetzt nicht, wie laut das für euch ist. Wartet. Gut. 30 Dezibel. Also minus 30, dann machen wir das mal ein bisschen runter. Gut, und dann würde ich auch sagen, beginnen wir schon mit unserer Tour. Starten wir mal den schönen LKW. So, aber bevor wir beginnen, ich habe vor ein paar Minuten erst geladen. Wir fahren in der Nacht. Frag mich nicht warum, und ich sollte vielleicht mal mein Handy kurz auf Flugmodus stellen. So. Weil während der Fahrt Nachrichten zu bekommen ist auch nicht ganz so geil. So, Playmode. So, also, geladen habe ich vor ein paar Minuten. Wir haben jetzt 7 Stunden Zeit. Meine nächste Pause mache ich in 10 Stunden. Und wir müssen nach Salzburg. Und starten ja gerade in München. So, wir fahren jetzt 2 Stunden. Das heißt, ihr könnt mich begleiten. So, geladen haben wir Bullkorn. Also das ist ganz normales Reiskorn. Nee, nicht Reis, sondern ihr wisst schon, Mais. Mais ist das. So, hier sieht man es nochmal. Ja. So. Die Warnleuchten kann ich auch anmachen. Ohne Momento. So. Und die Hupe. Hey, das war meine Extra-Hupe. Da gab es eine Extra-Hupe für den LKW. Warum ist sie jetzt nicht mehr da? Oha. Wie schade. Ah, mit N. Fuck, ich bin falsch. Geil. Alter. Du sollst einen Auftrag ausführen und du fährst falsch. Und das Geile ist, ich habe hinten einen Drehschemel dran. Und damit rückwärts zu fahren, ist echt schwierig. So, warte mal, Warnblinker hier an. So, Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Mal kurz das an. So ganz leise. Damit wir auch ein bisschen Unterhaltung haben. Alles klar. Wenn sich jetzt mein Mikrofon ein bisschen scheiße anhört und ihr die Tastatur im Hintergrund hört, das liegt vielleicht daran, dass halt das Mikrofon... Was heißt vielleicht? Das liegt daran, dass ich das Mikrofon hier direkt an der Tastatur stehen habe. Ich versuche mir da jetzt so eine Halterung zu besorgen, die ich dann hier so an den Tisch klemmen kann, sodass ich das Mikrofon zu mir schwingen kann. Dann hört ihr die Tastatur nicht mehr so krass. Oder die Maus, wenn ich hier so rumklicke halt. Ich habe es nämlich in den Minecraft-Let's Plays gehört. Dort habt ihr das sehr, sehr intensiv gehört. Also da habt man das sehr intensiv gehört. Ich darf hier immer nach dem Drehschemel gucken. Das schwenkt ja mal aus. Ja, da habe ich das gehört und deswegen muss ich versuchen, das jetzt hier zu ändern. So. 50 sind erlaubt. Das heißt, wir fahren auch nur 50. Würde ich sagen, hauen wir mal ein Tempomat rein. Ach, geht noch was. Na, jetzt nochmal 55. So. Hauen wir 50 rein. Und ich glaube, ich habe kein Licht an. Nein, ich habe tatsächlich welches an. Ja, ich war hier schon halb auf der Seite. Lenkrad versuche ich mir übrigens auch noch zu besorgen. Also, wenn ihr ein gutes Lenkrad für ETS habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder auf Discord. Tretet da bitte meinem Server bei. Ich brauche neue Mitglieder. Also ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt ein Lenkrad für mich habt. Ja. Ich sag jetzt extra mal was. Fuck, 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 ihr scheiß Hurensöhne, fickt euch alle. So habe ich jetzt nur gesagt, damit ich das Video ja auf 18 beschränken kann. Ich werde euch alle aus dem Fenster schmeißen und, was weiß ich, den Rest ermorden, Alter. Richtig schön abstechen, dass da Blut spritzt. Ich muss das sagen, weil sonst kann ich das ja nicht auf 18, nicht für Kinder geeignet stellen. Wenn ich zu viel Schimpfwörter sage und sonstiges, dann
darf ich es nicht. So. Und so könnt ihr dann halt Kommentare schreiben. Diese Hurensohn-Scheiße hier, ey. Fick die Kacke. Gut. Haben wir dann. Entschuldige mich schon mal. Ja, wow, ich fahre 50 auf einer Autobahn. Wer kennt's nicht? Ich fahre auch immer 50. Naja, ich kann ja kein Auto fahren. LOL. So. Gosh. Gut, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so oft gespielt. Und ich weiß nicht warum, weil es war früher mal mein absolutes Lieblingsspiel. Und da wundere ich mich tatsächlich, warum ich das jetzt nicht mehr so oft spiele. Ich meine, ja gut, es ist immer, es natürlich wird mit der Zeit langweilig, wenn man immer nur dasselbe macht, weil du fährst halt nur, du lädst auf und fährst dann von A nach B. Ich meine, wenn du dir jetzt so ein DSC kaufst, wie ich, so ein Schwertlast-Transport-DSC, dann ist es natürlich wieder was anderes, dann ist es übelst geil. Aber jetzt so, naja. Hm. Ach, übrigens, Grüße gehen an meine Mathelehrerin aus. Ja, ich weiß nicht. Ich sag ihren Namen jetzt mal am besten nicht. Ich nenne sie einfach mal Frau Feinschild. Danke, dass sie den Test nicht am, Dings hier, Donnerstag geschrieben haben und auch nicht heute. Ehrenfrau. So, aber egal. Dings. So. Ja. Das ist echt lieb von ihr, weil sie hatte eigentlich einen Test angekündigt für Donnerstag. Hat sie dann aber doch nicht geschrieben und, ja. Jetzt schreibt sie ihn wahrscheinlich am Dienstag oder so. Das, was ich echt nice finde. So. Fahren wir ein bisschen weiter. Gott. Ich habe jetzt keinen Bock. Moment. All the good girls go to hell. Ist mir scheißegal, ob ich hier auf einen scheiß Strike bekomme. Ja, ganz ehrlich. Man darf ja wohl mal Musik anmachen, ja. Auch wenn es Copyright ist, Mann. Na doch. Cartoon. Why we lose? Können wir anlassen. Wow, warum zoome ich eigentlich raus? Ich habe hier einen Rückspiegel. Ja, nicht geblinkt. Bester LKW-Fahrer der Welt. Ich finde, dass diese BDFs sich leichter zu steuern lassen, also diese C-LKWs, ich weiß gerade gar nicht, als die Sattel-LKWs, also die mit dem Sattel hinten drauf. Die lassen sich ohne Lenkrad viel beschissener steuern. Die Sattel-LKWs-Züge, fuck, ich habe gerade den Kackbegriff vergessen. Und hier die BDFs. Also, wie kann man das sagen? LKW mit Tandem oder sonstiges, die lassen sich echt ein bisschen leichter steuern. Ah, fuck, Umleitung. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Wenn wir hier eine Umleitung haben. Wollen wir nochmal kurz gucken, wie lange das dann extra nochmal dauert. Oh, es hätte jetzt eine Stunde gedauert, aber durch die Umleitung da. Hm. Geil, dauert jetzt wieder 2 Stunden, weil ich dann nochmal umkehren muss. Haha. Okay. Machen wir jetzt einfach mal schneller. So, haben wir Tempomat rein und das auf 90. Weil irgendwie muss ich ja heute noch ans Ziel kommen. Geht ja nicht anders. So. 80 sind erlaubt, ist mir aber gerade relativ. Weil ich möchte nicht, dass das Video so lang für euch ist. Hey, warum nutzt er mich wieder auf die andere Seite? Da ist doch... Hä? Was macht das für einen Sinn? Ah! Ja, das passiert, wenn man zu schnell fährt. Dann verliert man die Kontrolle über den LKW. Diese BDFs, die schwenken halt nicht so leicht aus wie die Sattelteile. Teile, sage ich schon, wie die Sattel-LKWs. Oder die Sattelzüge, also die CE. So... Digga, was fahrt ihr denn? Was bremst der ab? Bist du behindert oder sonstiges? Du kannst doch nicht auf einer scheiß Autobahn abbremsen. Sag mal, wie bekloppt seid ihr?
Habt ihr zu viel Wodka gesoffen oder was, Mann? Ja, what you never do. Ja, tut er doch hier. Ja, so verlieren wir hier. Und dieser Spaß. Alter, wie kann man denn nur so behindert sein, Mann? Ich weiß, es ist nur ein Spiel hier, aber das, sowas regt mich trotzdem auf. Diese scheiß NPCs, Mann. Die regen so hart auf. Ich schwör. Ja, Verona Innsbruck. So, und da darf ich dann jetzt drehen, oder was? Jetzt lässt er mich. Hey, jetzt lässt er mich wieder zurück. Ist der dumm? Digga, ich muss da andere Route nach Salzburg finden. Und warum lag das gerade so? Ich muss eine andere Route nach Salzburg finden und nicht wieder zurückgelotst werden. Ey, bist du dumm? Ach ja, by the way, Leute, ich spiele gerade auf der Grafik hoch. Ja. Wenn das jetzt ein bisschen komisch aussieht, dann ja. IDKY. Ich durfte ja extra fürs Video ein bisschen runterstellen. Ah! Digga. Boah, die Bremsleistung von dem LKW ist auch die beste. Ich weiß nicht, warum der mich jetzt hier zurücklotzt. Fahr ich halt einfach die scheiß Umleitung. Hätte ich von Anfang an tun müssen, ey. Das Navi hier ist nämlich für den Arsch. Ich geb dir auch mein Herz. Mein Herz und meine Leber. Ich steh dann bald nicht mehr, braucht man. So. Love Jerk. Virus. Warum nicht? Warum nicht Virus? Zuckerblärt. I don't care. Fuck. Nicht so schnell fahren. Virus in my head. We are alive. Ich finde das geil, dass in ETS die Blinker automatisch ausgemacht werden. Nicht so wie in FS19, Alter. Da sind die Rückspiegel auch komplett scheiße. Du kannst damit nicht nach hinten schauen, weil die einfach so scheiße gemacht sind in LS19. By the way, wenn ihr wollt, dass ich das auch mal let's play, dann sagt Bescheid. Lass dir Mama feel alive, all my dreams, they feel alive, feel alive, all my dreams, they feel alive. Ja, das, da hört ihr, wie gut ich singen kann. Meine Megane. Geil, ich hab 70. Also, ich fahre 70. Ich hab 70, ich bin komplett behindert. Ich hätte jetzt theoretisch die Umleitung ausmachen können. Dann hätte ich nämlich da lang fahren können. Naja. I don't wanna go to bed. Kannst du mal bitte aufhören zu pissen? Danke. Das war, als ich aufgeladen habe, noch nicht so. Bei uns pisst aber gerade auch nicht, also. So, einmal einen Schluck Wasser. Wie dumm ist der Typ? Genau, genau das habe ich mir gerade gedacht, Alter. Scheiß Drehschimmel. Gut, eine Stunde und 43 fahren wir noch. Oh, my dreams, they feel alive. Warum fährst du... Hä, warum fährt der links? Du blockierst hier nur alles, mein Lieber. Wieder... Hä, der... Weil gerade den Spasten überholen wollte. Ah... Oh. Deswegen fährt er links. Spaß, Mann. Nee, sowas kann ich gerade nicht hören. Ich brauche ein bisschen Hardbass. Na, komm mal da drum. Bin jetzt so fein, den scheiß Rückspiegel zu sehen. Hardbass. Nee, nicht Jab, auch nicht Juju. Sober, auch nee. Oh, Auflieger ausgebrannt. LKW konnte sie nur retten. Loving Calibri. Geil, ich kann drauf, offensichtlich. Not your kind. Alter! Digga, wie viel habe ich in dieser Kack-Playlist? Ja, zu faded. Meine hat mich das gerade erschrocken. Nee, sowas nicht. Eastern Block auch nicht. Ja, ich sag ja, das ist nicht weg. Warum lotst du mich dann hierher?
Ey, ich fahre jetzt einfach an der fucking Seite, Mann. Dafür ist ja der Schornstreifen da, lol. Na, bis ich bin. Nehmen wir Love Song, wenn es nichts Besseres gibt. Goblinzer haben wir auch noch. Ja, was, ne? Goblinzer. 9 to the 5. Hä? Was ist da jetzt los? Bin ich behindert oder warum steht er da? Und dann lauf auf. Hat ihr das? Warum nehme ich wieder hierher, Lutz? Ich habe keinen Plan. Ist eine Umleitung. Das heißt, das Navi sollte mich theoretisch auch umleiten. Warum da jetzt abgesperrt ist, weiß ich ganz ehrlich auch nicht. Hä? Dumm? Wahrscheinlich ist hinter mir passiert. Ich fahre einfach so straight da durch diese Barriere. Ach nee, da hinten ist es. Hä, warum? Na gut, kann man dann wiederum schon ein bisschen verstehen. Sag nicht, der ist doch. Da ist Nelly. Oh, die regen mich am meisten auf, Alter. Wenn du ja vorbei willst. Ja, komm mal, die Fresse. Die Rotorblätter tun einem nix. Also. Ah ja, ich dachte, die tun einem nix. Geil, die fahren Scania. Grüße gehen raus. Digga. Yamalata, I'm your Sabuka. When you squat, die fall from the roof, yeah. Geil, da ist das hier. Mensch, ich hätte jetzt hier ein Energy stehen. Aber nein, ich hatte schon heute so viel. Ich hatte heute schon so viele. Kann gar nicht mehr reden. Wenn ihr übrigens ein günstiges Energy sucht, ist jetzt keine Werbung, na doch, theoretisch schon, geht zu Kaufland am besten oder was weiß ich, wo es das gibt, und kauft euch Crazy Wolf. Das kostet 25 Cent plus Pfand, macht 50 Cent. Das heißt, wenn ihr 1 Euro dabei habt, könnt ihr euch gleich 2 holen. Und das schmeckt genauso wie Red Bull. Ganz ehrlich, muss ich sagen. Und es ist echt lecker. Es ist pures Energy. Und sowas finde ich halt wiederum geil. Aber nur, wenn ihr Energy sucht, ja. So, wir fahren 80 fahren und nicht 88. Wir hätten uns schön an die Verkehrsregeln. Doppelpunkt D. Also ich weiß nicht, war da ja gerade eine Ausfahrt oder so ähnlich ist. Oder warum fährt er da jetzt? Oh Gott, Love Netherlands. Warum habe ich Love Netherlands in meiner Playlist? Oh Gott. Ah, wo ist das Ball? Okay, wir machen es jetzt mal komplett aus dem Radio. Fuck! Ja, ich war das nicht. Was mich an diesem LKW komplett stört, der isoliert den Schall nicht richtig. Das heißt, du hörst von draußen alles. Man merkt es ja hier. Hä? Achso, ich muss ja mal da rum. Und das fuckt mich halt richtig ab an diesem Teil hier. Digga, fahr 30, Mann! Sowas krieg ich Aggression! 80, meine Fresse! Salzburg, hey! Und da nochmal einbiegen, oh, lecker! Das freut mich. Okay, also ich muss jetzt erstmal nach links. Da darf man dann wieder abbremsen. Ich sowas hasse. Sondern ihr könnt ja eigentlich manuell fahren, gerade bei der roten Ampel da hinten. Oh lol, Erstaufenthalt. So, langsamer fahren, damit ich den hier geschmeidig rumkriegen kann. Hier fahren wir. 30 momentan. Ach, so.
Meine Flasche Wasser ist gleich wieder leer, Alter. Boah, ich habe so einen Durst in letzter Zeit. Gott. Wenn wir doch letztens hier bei uns in der Stadt. Gibt's bei uns einen verlassenen Lokshop, ebenso wie eine Werkstatt für Loks. Also die Betriebswerke Sangerhausen, um es mal so auszudrücken. Und Dings, da sind wir dann dahin. Und da haben wir doch tatsächlich jemanden getroffen. Grüße gehen raus an den etwas älteren Herr. Ich möchte jetzt seinen Vornamen nicht sagen, auch wenn es so der Vorname ist, aus Respekt vor ihm. Er hat dort wirklich 30 Jahre lang gearbeitet und hat uns dort komplett umgeführt. Er hat uns alles gezeigt. Und das ist mega krass von ihm. Und auch mega korrekt. Und er hat gesagt, ich finde das mega geil, so wie man es jetzt in eurer Sprache sagt, dass ich euch getroffen habe, weil bisher habe ich niemanden getroffen, den das hier interessiert, dort mal reinzugehen. Und das fand ich richtig cool. Ich schwöre. Das war echt ein geiler Tag. Grüße gehen nochmal raus an dich. Ich weiß, du wirst das Video sicherlich nicht sehen, aber. Sagt er so, ach, ihr mit eurem Internet, als ich gesagt habe, ja, ich habe das hier im Internet gefunden, als er uns danach gefragt hat. Ja, moin, Mutterfehlfunktion. Sagt er, ach, ihr Jugendlichen mit eurem Internet heutzutage, ich krieg ja nicht mal einen PC an. Ach Mensch. Das war cool. Das war echt cool. So. Ach Mensch, da hinten haben wir ja noch einen von diesen Trailern. Geil. Wo soll ich parken? Mach mal einfach mal, weil ich kann ja jetzt nicht hier. Ich beherrsche alles machen. Mit dem BDF ist das ja in ETS nicht möglich. So. Ach ja, und übrigens, wenn so ein Wunsch reinkommt von wegen, ich soll mal hier Heilbronn spielen. Ich kann es leider nicht machen. Ich besitze nämlich nicht alle DLCs und sag jetzt nicht, na dann kauft ihr alle als Maul. Ich habe nicht die Kohle dafür. Also. So. Dauer 4 Stunden. Ah ja. So. Burkhorn von München nach Salzburg geliefert. Und ich würde dann auch tatsächlich sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Habt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, was weiß ich. Yo. Schreibt gute Noten in der Schule. Seid auch weiterhin gut in der Schule und ja, ich entschuldige mich, falls hier ein paar Lags aufgetreten sind und falls mein Mikrofon vielleicht scheiße ist. Ja, wir sehen uns. Habt einen schönen Tag. Küsschen auf eure Ohrläppchen. Ich weiß, das ist von Mochi geklaut.